Wenn ich das mir gerade um mich ausrechnen, wenn mein Land nicht plötzlich, ganz plötzlich, Geld umlässt, viel Geld umlässt, dann fahre ich an nach Wels und melde einen Konkurs an. Innerhalb von einem Monat. Aber wenn man will, dass der österreichische Staat in der Gastronomie und in der Hotellerie so ausgedünnt wird, dass es nicht lebbar ist nachher, dann muss man jetzt so weiter tun. Gerade noch mehr die 5 Wochen. Noch. Dann wird sich so schnell die Spreu vom Weizen trennen, dass ganz wenig Weizen und viel Spreu überbleibt. Das weiß ich jetzt auch schon. Koste es, was es wolle. Das war der Slogan der Bundesregierung, wenn es um die Corona-Hilfen ging. Und natürlich musste es bei den Hilfen für Unternehmen schnell gehen. Erwartungsgemäß kamen viele der Zuschüsse Hotels und Restaurants zugute. Die Hotellerie und Gastronomie mussten ja besonders oft geschlossen halten. Da nun die Fördersummen veröffentlicht wurden, sorgten die für große Unruhe. Meine Herrschaften, es ist ein Datum wie jedes andere, aber ich habe so das Gefühl, es ist eine gewisse Erleichterung rund um uns herum, wobei die Themen trotzdem schwierig genug sind, die bewältigt werden müssen. Aber ein Thema scheint irgendwie in den Hintergrund gedrängt worden zu sein und das ist eigentlich, glaube ich und hoffe ich mit Berechtigung, das ist dieses leidige Thema rund um die Corona-Sache. Und in dieser Angelegenheit melde ich mich heute zu Wort mit einer kleinen Erklärung oder einer kurzen Erklärung, warum alles lief, wie es lief. Und warum ich am Schluss auch ein großes Dankeschön anbringen möchte. Aber zuerst schöner chronologischer Ablauf. Zu Beginn ein früher Morgen, irgendwann einmal, im, glaube ich, Frühling war das beim ersten Mal. Es wird soweit, dass wir unsere wunderbare Aktionen, die wir geplant hatten für diese Saison, über Bord werfen müssen, weil wir aus dem Fernsehen erfahren haben, es wird wahrscheinlich zum Zusperren werden. Und das ist eine Sache, die wir in dieser Form überhaupt nicht kannten. Da waren wir geschockt, wir waren getroffen, dann gibt es einen kurzen Hinweis von Seiten der Kammer, macht euch keine Sorgen, es gibt ja immer noch das Gesetz, woraus ein sogenanntes, ich glaube, Pandemiegesetz oder wie das geheißen hat, irgendwas war aus den uralten Zeiten der Gesetzgebung stammend, worin verankert war, dass man eigentlich, wenn von Staats wegen zugesperrt wird, sich keine Sorgen machen muss, weil die Betriebe werden in dieser Zeit vom Staat sozusagen durchgetragen und dann geht's weiter wie vorher. Jetzt muss man dafür wissen, das war ganz schnell ausgehebelt, weil man ja, glaube ich, recht schnell erkannte, dass dieses System so nicht finanzierbar war. Und bis zum Thema, dass das eine Finanzierung überhaupt für die ganze Sache überhaupt zustande kam, war große Schockstarre. Nicht nur in meiner Branche, sondern es war in der ganzen Wirtschaft eine große Schockstarre zu bemerken. Und auch mir persönlich ist es da so gegangen, weiß nicht, wer mich kennt, ich bin ja doch ein Rampensau, so nenne ich mich ja selber ganz gern. Und wenn man solche Menschen dann vor die Tatsache stellt, dass sie ihre ursprüngliche Bestimmung nicht wahrnehmen sollen oder dürfen, sondern zum Nichtstun sozusagen verdonnert sind und jetzt setzt euch einmal nieder und teilt einmal nichts, dann bricht einmal eine Panik aus. Und die habe ich ganz ehrlich gesagt gehabt und da war auch, glaube ich, mit Begründung damals anzumerken, dass man mit 42 Angestellten ganz schnell ein Problem kriegt, wenn man nicht einen Tag ohne Einnahmen ist. Und die Sache ist dann so richtig ins Rollen gekommen. Wir haben über Pressekonferenzen erfahren, dass, was wir zum Tun haben und was wir zusperren, dass wir zusperren müssen. Ich habe sonst eigentlich, man muss sich vorstellen, bei jeder Kleinigkeit einen blauen Brief erhalten. Wenn Sie von irgendjemandem angezeigt werden, weil was weiß ich, die Lautstärke zu groß war oder weil die Sperrstunde um 10 Minuten überschritten wurde, wurde ein blauer Brief gesendet und man wusste, es ist zu handeln. Oder es ist die Gewerbebehörde auf uns zugekommen und gesagt, ihr müsst das so und so verhandeln oder ihr müsst da eine Betriebsstättenverhandlung machen. Wegen der kleinsten Kleinigkeit ist man von der Behörde aufgefordert worden, mittels einem dafür vorgesehenen rechtsstaatlichen Schreiben
Dinge zu tun. Plötzlich waren wir auf Pressekonferenzen angewiesen. Das war alles besonders schwierig für uns und besonders neu. Und besonders getroffen war ich damals und habe in meiner ersten Reaktion einmal gesagt, das kann nicht sein, dass jemand mir sozusagen meine Arbeit verbiert und mir verbiert, dass ich tue, was ich tue. Ich habe mir bis dorthin nichts zu Schulden kommen lassen und dachte mir, es muss doch weitergehen. Es muss doch möglich sein, die Gastronomie auch mit Einschränkungen, aber wenn sie sagen, naja, wir dürfen uns nicht zu nahe kommen und was immer so alles kam, auszuüben. Aber nein, es waren zugesperrte Zeiten, sehr viele, wie man weiß, hinten noch. Und meine Reaktion darauf war, dass ich natürlich massive Probleme gehabt habe damit, dass man mich so behandelt. Und habe die, die mich so behandeln, ordentlich beschimpft. Und dafür gibt es Gründe. Die Gründe waren dort angesiedelt oder sind dort angesiedelt, dass wir, wie ich schon gesagt habe, auf mir bis dahin nicht wirklich bekannte Art und Weise mit Einschränkungen versehen wurden, die ich so nicht kennt habe, die ich so an mir habe nicht in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Und plötzlich war es aber Tatsache. Mit der Aussage, gleichzeitig das Pandemiegesetz aus den 50er Jahren vermutlich war das, ist außer Kraft gesetzt. Somit ist Stillstand eingekehrt gewesen. Wir haben nichts erfahren, wir haben nichts gekriegt, wir waren nur zugesperrt und haben uns gedacht, naja, jetzt kommt eigentlich das große Sterben auf uns zu. Wie sich später herausgestellt hat, war das etwas früh mit viel Angst versehen und meine Aussagen, die ich damals getätigt habe, sind zwar begründbar, aber wurden dann im Zuge meiner ganzen weiteren Tätigkeit, späteren Tätigkeit, die wir im Fernsehen immer wieder dokumentiert haben, revidiert. Und ich habe, glaube ich, damals schon immer mal gesagt, ich bedanke mich bei meinem Staat, dass er mich nicht sterben hat lassen. In dem Fall wiederhole ich das in aller Klarheit jetzt einmal hinten noch. Ich bedanke mich natürlich bei meinem Staat und bei meinen Mitbürgern, die Steuern ja bezahlen, nicht nur ihr lang, dass man die Wirtschaft da und die Gastronomie im Speziellen durch die Krise da so durchgetragen hat. Es ist ordentlich viel Geld geflossen, es ist ordentlich viel Zuwendung passiert und es ist sinnvoll damit umgegangen worden. Und die Höhe der Zuwendungen, meine Herrschaften, haben ganz bestimmte Ursachen. Die Ursachen sind damals an Umsätze geknüpft worden, beziehungsweise an die wirtschaftliche Tätigkeit in den Jahren bis dahin. Und daraus resultiert eine gewisse Höhe der Zuwendungen, die natürlich ganz schnell für das betriebliche Weiterkommen verwendet wurden und noch immer werden. Also in meinem Fall war das so, dass wir ordentlich Zuschüsse dann bekommen haben, wobei die Zuschüsse nach zweieinhalb Monaten begonnen haben, langsam zu fließen und bis dorthin hat man uns vertröstet, respektive wurden wir mit Krediten gestützt, die von der Tourismusbank und von örtlichen Banken gegeben wurden, damit wir die ersten, wie soll ich sagen, schockstarren Momente überlebt haben, beziehungsweise weiter dann wirtschaften konnten. Wie gesagt, wir wurden zuerst in dieser Schockstarre zum Beispiel alle 42 Mitarbeiter kündigen, was wir dann auch getan haben. Und am nächsten Tag, es ist nämlich in der Nacht, wieder eine Pressekonferenz gewesen, wo wir gesagt haben, nein, es wird sowas wie Kurzarbeit eingeführt, lassen Sie die Leute angemeldet. Na, haben wir die Leute am nächsten Tag wieder vom Arbeitsamt zurückgeholt und gesagt, sie dürfen da bleiben. Daraus sehen Sie, wie emotional und wie kurzlebig diese Entscheidungen waren. Die waren von jetzt auf gleich und die nächste Stunde eine andere und so, man musste recht schnell handeln. Daraus erklärt sich, glaube ich, auch eine recht schnelle Reaktion, wo manche Kollegen und ich mich selber natürlich auch mit ins Boot setzend da massiv schnell reagiert haben und in der Öffentlichkeit ziemlich an Radau geschlagen haben. Ich muss sagen, ich kann es nach wie vor nachvollziehen, dass wir damals so reagiert haben. Heute würde ich es anders machen, aber heute weiß ich auch, was der Staat mit uns gemacht hat. Heute weiß ich auch, dass das Überleben garantiert wurde. Ich weiß heute auch,
dass man mit, sage ich mal, mit ganz viel Zuwendung vom Staat ganz viel gute Sachen gemacht haben. Und ich kann mir in meiner Branche, was jetzt Ischl anbelangt, umschauen und kann sagen, es haben alle, die irgendwie mitgezogen haben, eigentlich gut überlebt, wofür ich Danke sage und wofür es hoffentlich auch in Zukunft gute Gründe gibt, damit die Leute weiter wirtschaften und weiter dafür sorgen, dass unsere schöne Kaiserstadt und unser Salzkammergut weiter ordentlich auflebt. Glücklicherweise leben wir in einer Demokratie, wo man erstens alles sagen darf, was man sich denkt, zweitens einen genialen Medienpartner findet, der das auch möglich macht und drittens, sage ich jetzt einmal, auch sich bewusst ist darüber, das muss man nämlich schon sein, dass man dieses demokratische Recht wahrnimmt und diese demokratischen Gepflogenheiten ausübt. Es ist nämlich ganz wichtig, dass man nicht nur Meinungen nach außen trägt, sondern wenn es sich um Wissen handelt und nicht um Meinung, dann ist es, glaube ich, noch wichtiger, dass man Wissen vermittelt und nicht nur Meinungen in die Welt austragt, weil wo das hinführt, sieht man bei manchen Präsidenten großer Länder, die irgendwelche Meinungen verbreiten und glauben, es ist sogenannte ein alternatives Wissen. Das ist aber ein Unterschied zur Meinung. Also in unserem Fall wissen wir mittlerweile, dass der Staat uns massiv unter die Arme gegriffen hat, dass wir im Gegenzug vorher massiv gut gearbeitet haben. Ansonsten wäre dieser große Geldfluss ja nicht möglich gewesen, weil er ja gebunden war an die wirtschaftlichen Erfolge bis dahin. Ich möchte einen Abschluss anbringen. Es hat nichts mit Gier zu tun, dass wir in der anfänglichen Panik unsere Gesetzgeber und unseren Staat kritisiert hatten und nachher vielleicht uns nicht mehr positiv genug dazu geäußert haben, was ich jetzt mit diesem Statement sozusagen erledigen möchte und mir noch einmal sagen, Österreich ist ein gutes Land und hat uns wirklich gut unter die Arme gegriffen.